Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines 2. Wir starten gleich in die Nacht, so wie es aussieht. Und ich finde es sehr interessant, einmal, dass das all so verschwommen aussieht gerade. Das liegt aber wahrscheinlich immer noch an der Engine. Weil ganz ehrlich, hier ist keine Kantenglättung oder sowas drin, oder muss ich das selber einstellen? Ich komme mit den Grafikeinstellungen in dem Spiel einfach nicht klar. Probieren wir sowas einfach mal, FlowSync an, auch wenn ich es eigentlich eher aus habe in anderen Spielen. Jetzt sind wir hier einfach mal konstant. Bringt nichts, ist immer noch verschwommen wie Hölle. Jetzt sieht es sogar schlechter aus als vorher. So, Tiefenschärfe hoch. Was passiert dann? Dann sieht das immer noch so aus, als ob die Bäume alle einzeln ein bisschen leuchten. Naja. Hauptsache, wir können jetzt erstmal loslegen. Was ich interessant fand, ist, als ich das Spiel wieder gestartet habe, ich drücke im Hauptmenü einfach noch auf Fortsetzen, haben wir wieder hier ein Stadtupdate bekommen. Also wir sind jetzt sogar noch eine Stufe höher. Wir sind jetzt schon Hauptstadt. Okay, wir bekommen einfach immer noch Darlehenslimit und die Punkte. Errungenschaften habe ich auch gesehen, bekommen wir bei Steam immer mal welche, die aber nicht direkt angezeigt werden. Zum Beispiel dort, wo das Licht hinfällt. Schöne kleine König die Löwen-Anspielung. 150 Felder, ja, 150 Kartenfelder freischalten. Ton angeben, 5 Stadtbestimmungen aktiv. 10 verschiedene Bezirke zum Beispiel müssten wir mal erstellen. 4 Jahreszeiten. Erlebe alle 4 Jahreszeiten, indem du eine Stadt in einer Klimazone mit verschiedenem Win mit verschneitem Winter baust. Ja, der letzte Meilenstein. Meilenstein 20 erreichen. Frage ich mich halt, warum haben wir hier Meilenstein 6 bei Errungenschaften? Ja. Da sind wir bei 6 von 20. Naja. Mache einen Screenshot im Fotomodus. Ich finde sie nicht so teuer, aber mindestens 1000 Bürger und eine Zufriedenheitswertung von 25%. Ja, das sind dann so Achievements, die man mit einer anderen Stadt mal machen muss. Oh, 10 Parks in einer einzigen Stadt. Ja, wir haben noch aber Parks. Gesund und munter. 6000 Touristen. Errichte in einer Stadt alle einzigartigen Stadtdienstleistungsgebäude. Ach du meine Güte. Aber jetzt können wir erstmal schauen, was wir noch so freischalten. Wir haben jetzt 15 Punkte. Ich weiß gar nicht, wie sieht es mit unserem Strom gerade aus? Ja, nicht ganz so. Wir exportieren gerade mal 13 Megawatt. Könnte auch besser sein. Wasser hätten wir noch die moderne Pumpstation. Dann können wir einfach noch mehr pumpen. Ja, die Institute hier. Sowas ist natürlich immer gut. Müll sind wir schon durch. Feuerwache für ein größeres Gebiet.
Problem ist, man kriegt halt nicht wirklich mit, ob hier was brennt. Und senkt Preise für Darlehenssätze und importierte Waren. Senkt die Darlehenszinsen und die Preise für importierte Ressourcen und erhöht die Exportgewinne. Das gefällt mir. Geld sparen. Aktuell machen wir zwar ein Plus, aber gerade mal okay, 100.000 pro Stunde. Wir machen halt mittlerweile echt viel Geld durch Steuern. Bei der Produktion müssten wir uns aber mal besser ranklemmen, weil wir importieren gerade echt viel. Materiell importieren wir alles, was aus der Industrie kommt. Also wir bräuchten wahrscheinlich mehr Industrie, aber die Leute brauchen es anscheinend nicht. Aber wir haben ja hier hinten unser Industriegebiet, also wir könnten Platz schaffen für Industrie. Weil die sagen halt ja alle, ja, wir brauchen mehr Angestellte. Das Problem ist, so wie ich das mitbekommen habe, verlangt das Spiel von mir, dass ich in der Nähe der Industrie Wohnplätze schaffe. Also der Bahnhof hier hinten, klar, der ist gut. Auch der hier. Aber der hat halt gerade mal 7 Passagiere. Der hat auch nicht mal eine Linie. Okay. Das könnte es natürlich erklären. Passagierstrecke. Von dort dahin. Dahin. Dort und wieder zurück. So, zwei Fahrzeuge. 10 Cent oder was auch immer das für eine Währung ist hier. Geld. Und schon müssten hier eigentlich die Leute herkommen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wer die jetzt mit der Bahn pendeln können. Weil keiner baut Häuser mitten im Industriegebiet. Was ich auch mal schauen müsste, ist, ob ich aktuell die neueste Version von Cities installiert habe. Na, weil wir sind ja auf der 1.0.15 F1. Und ich weiß nicht, ob mein Launcher-Umgehungsprogramm oder diese Einstellung, dass ich den Paradox Launcher umgehe, dass die überhaupt Updates erlaubt. Weil ich musste ja den Launcher umgehen, weil der aktuell bei mir dafür sorgt, dass das Spiel abstürzt. Und ich habe halt nie irgendwie manuell geupdatet und immer wenn es hieß, ja, da kam ein Update raus, war das Spiel schon geupdatet, als ob es über Steam automatisch gemacht wurde. Auch wenn ich nicht weiß, warum werden die eigentlich abgerissen? Eingestürzt. Das ist schön, dass es eingestürzt ist, aber warum wird das denn überhaupt gebaut? Ja, Mangel an Arbeitskräften.
Am Mangel an Arbeitskräften wollen aber mehr bauen. Ich verstehe das nicht. Ich brauche so viel Fläche allein für die kleinen Häuser. Benötige so viel Platz. Und egal, wo ich Flächen ausweise, die werden auch sofort bebaut, wie man hier sehen kann. Und trotzdem habe ich einfach nicht genug Kunden. Oh, jetzt kommt mal ein bisschen Bürobedarf nach. Ganz bisschen. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. Schlechter Straßenzustand. Haben wir ja öfter. Truly superfluous. Masterful counterpart. You're listening to Second Moon Radio, the station of levitated tastes. Don't. Nö, sieht nicht so aus. We're live. Parkanlagenverfügbarkeit ist irgendwie ganz gut gerade. Somewhere in the city. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, jetzt werden die aber echt viel Bürogebiet haben. Local stargazers are in for a real treat tonight, as the Aurora Borealis is expected to light up the night sky. That's right, Jim. Don't forget to look up this evening. It promises to be quite a sight. Na komm, wir noch die Straße runterziehen. Damit ist das Gebäude einmal komplett eingerahmt. Das kann man noch nicht mal verbessern. Dann haben wir auch noch nicht mal eine Polizei. Setze ich mal das Hauptquartier. Seitdem ich die Straßen hier kurz über Eck erweitert habe. Setze ich mal hier sowas wie Krankenhaus. Klar, Krematorium direkt gegenüber vom Krankenhaus ist jetzt vielleicht auch nicht gerade das Netteste. Recyclingzentrum macht eine etwas höhere Bodenverschmutzung. Das würde ich dann über Schotterstraße anbinden. Eigentlich nicht.
Stadtgrenze. Da leid hier hin. So, du solltest hier. Ja, mach ich hier hinten wieder so ein Bezirk raus. Und jetzt hier noch ein bisschen verschieben. Dann würde ich einfach sagen, geht hier oben. Da gibt es keinen Wasserweg, das ist einfach nur normales Wasser, was hier ist. Und dann wirst du für den Bezirk Großhöhe benutzt. Du hast ein Recyclingzentrum. Du hast eine höhere Schule für dich. Ein Recyclingzentrum war wahrscheinlich auch nicht schlecht. Aber hier sind ja schon die ganzen mittleren. Gebäude verlassen, unglücklich. Ja. Überall Stau, die wollen alle hier rein. Zustand ist bei 78% im Schnitt. Ne, ja, dich kann ich nicht in Besitz. Gerät umbauen. So, hier hinten brauchen wir noch ein bisschen mehr Straße. Strom brauche ich hinten eigentlich nicht. Kernkraftwerk, sehe ich das schon? Nee. Bei mich würde mal interessieren, also falls es sichtbar ist, für mich schon. Cool. Hier sehe ich es ja auch. Ein Kernkraftwerk hat keine Verschmutzung. Doch, hat Lärmbelastung. Hohe Lärmbelastung, aber keine Bodenverschmutzung. Generiert große Mengen an Energie, benötigt jedoch riesige Mengen Kühlwasser. Und Unterhaltskosten relativ hoch, erzeugt viel Lärm, aber keine Boden- oder Verschmutzung. Das war mir wichtig. Auf der anderen Seite, ja, warum ist Solar eigentlich so laut? Verstehe nicht. Geothermie, okay, die müssen halt in Boden bohren. Kohle ist schmutzig, Gas ist natürlich auch schmutzig. Bei Windturbinen habe ich mir auch nie vorgestellt, dass die laut sind. Ich war auch nie in der Nähe von einer mal, wo man mal nicht im Auto sitzt. Doch, ich war mal in der Nähe von welchen. Da waren wir Airsoft spielen auf einer Windpark, auf so einem Windpark, wo auch ein Panzerfahrgelände ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Dinger an waren oder nicht. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine extreme oder eine recht hohe Lautstärke ist. Aber gut. Passt natürlich hier nicht rein. Das kommt dahin.
Und die Zentralbank gleich gegenüber. Okay, beides nicht aufwertbar. Also, tja, kriege ich hier natürlich nicht mehr rein. Und ich glaube, selbst wenn ich... Ja, das gefällt euch jetzt natürlich nicht. Halt. Perfekt. Warum auch immer die jetzt angeblich nicht mehr an der Straße sind. Okay, hier ist auch kein Gebiet mehr zum Bauen. Wir könnten uns auch wieder neue Felder holen. Wenn ich mich aber frage, wo wollen wir die holen? Ich könnte halt hier so einen Block nehmen. Aber wir haben erstmal genug freie Fläche für uns selber. Ich könnte aber schauen... Okay, wir bauen hier hinten auf Erz. Das gefällt mir eigentlich schon mal nicht. Da hätte ich vielleicht vorher schauen sollen. Aber ich hoffe ja immer noch auf... auf mehr Wunsch nach dicht besiedeltem Gebiet, weil dann könnten wir sowas wieder abbauen. Und das Industriegebiet hier oben ist natürlich nicht auf Erz. Oder ähnlichem. Aber ich kann kurz nachschauen, wo habe ich denn das gesehen? Hier drin? Nein. Ja, bei Produktion. Stein führt uns enorm viel. Wir brauchen Nutztiere. Und Getreide. Okay, Nutztieren ist die Fruchtbarkeit des Bodens egal. Das ist schon mal gut. Ah, das war ja das Kraftwerk. Hier oben. Würdest du mir jetzt sagen, ich muss den echt rauslassen? A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions.
Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Has anyone seen my keys? My keys? What? We're in the air? Oh! Sorry about that. It's nothing important. I just lost my keys. I'm sure they'll turn up. They're for the brown sedan parked outside. Jetzt würde ich gerne dein Gebiet hier anpassen. I shouldn't have said that. If anyone finds them, please don't steal my car. I mean, the old Hornbuckle mobile, please. Oh, good. Here they are. Well, never mind then. Thank you for listening to Second Moon. And on to our main feature story. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva Mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. Unternehmen. Nutztiere, ja. Okay. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no, the point is... Wir haben mehr Service. Das wären immaterielle Waren. You could almost say it's Medien. Of a good thing. Or we could definitiv exportiert. Positive trade balance. And the economy is booming. More after this. Also Stein ist bei uns aktuell so das, was am meisten gefragt ist und dann halt auch Petrochemie. Weil das nicht anwählen kann. Weil anscheinend brauchen wir dafür Rohöl und Getreide. Rohöl machen wir aktuell gar nicht. Und Getreide wird halt importiert. Wo haben wir überhaupt Öl? Das können wir ja auch mittlerweile. Da hinten haben wir ein bisschen was. Das mit dem fetten Erzvorkommen hier stört mich ein bisschen, weil wir dort halt unsere mittlere Dichte haben. Und ich weiß jetzt nicht. Diese mittlere Verschmutzung auf alles. Hat er natürlich nicht gebaut. Ich will ja eine kurze Sache testen. Jetzt hat er es gebaut. Und dein Gebiet würde ich jetzt gerne anpassen. Hier unten wird es zwar weniger. Da ist jetzt ein riesiges Gebiet. Ganz ehrlich.
Und das hier auch mit. Bis ran an die Straße. Du darfst ja alles fördern. Eino, Freundgasse 10. Stimmt, wir haben ja auch noch Internet als Dienstleistung hier. Das haben wir nämlich hier oben noch gar nicht ausgebaut. Eigentlich, ja, der braucht Straßenanbindung. Ja. Wir wollen ja überall zufriedenstellendes Internet. Vor allem hier bei unserer Raumfahrtbehörde. So, da ist alles im grünen Bereich. Hier wird flächendeckend das natürlich auch erweitert. Muss ich hier mal nachgucken, weil hier haben wir noch gar nichts. Naja, kostet jetzt 4. Ja, Poststation können wir mal noch holen. Aber trotzdem baue ich jetzt erstmal hier die Türme noch aus. Das mache ich jetzt mal im Schnelldurchlauf, weil die Folge ist schon wieder vorbei. Deswegen bedanke ich mich jetzt auch schon einmal fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir hier unsere Stadt wieder weiter ausbauen. Und hoffentlich mal es hinbekommen, irgendwie an Gebäude der mittleren Dichte ranzukommen. Und was mir noch lieber wäre, auch die hohe Dichte. Aber sieht doch schon besser aus. Gut, ich bedanke mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.